Herzlich willkommen im Mondpalast von Malaik. Ja, guck mal da, hier mit die Kabel, das geht gar nicht. Musst du abkleben, brichst du dir die Haxen, brichst du dir, ja. Herr Kinders, wer hängt denn hier die Bilder so schief auf? So, also Tisch, Stühle, haben wir, Haken. So, Bilder links, rechts haben wir auch. Brigitte? Ja? Brigitte, sag mal, wo ist denn hier dieser verdammte, ausgestopfte Schäferhund? Hä? Wir kriegen keinen Schäferhund. Der Stratter muss sparen, er bringt seinen Rauerdackel mit. Ja. Er soll schon vor einer Stunde hier sein. Vor einer Stunde? Brigitte, die Gäste werden gleich reingelassen. Dann aber, aua, 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 aua. Brigitte? Ja? Brigitte, die sind schon alle da. Quatsch doch nicht, die sind schon alle da. Das ist doch kein Problem. Nein? Ja, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Egon Pasulke. Das ist ein Problem. Mein Name ist Egon Pasulke. Ich bin hier Theaterinspizient im Mondpalast von Wanne-Eickel. Und wir haben da ein kleines Problem. Ja, also der Chef, der Stratmann, der hier den Schäferhund... Rauerdackel. Herrgott, ja doch! Moment. Dem Chef sein Rauerdackel. Kinders, der lebt doch noch. Hammer! Flitz mal und such den Stratmann und sag, er soll mit seinem Rauerdackel bei uns kommen. Zu. Was? Zu. Ach ja, zu, na klar. Sag ihm, er soll zu uns beikommen. Ja. Hier lauf ich dringend! Dringend ist! Nee, du, wat hallas, ne? Wat hallas, wat hallas! Ja. Ja, aber es ist ja auch so schwer, heutzutage gutes Personal zu kriegen. Och. Ja. Danke. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht kann ich Ihnen auch schon mal so ganz kurz was zur Rahmenhandlung erklären. Ja. Also, wo fange ich an? Wir befinden uns hier in das Wohnzimmer von unserer Oma Sophie. Brigitte. Ja, bitte. Brigitte, Wohnzimmer, war das Stichwort. Mach mal Vorhang da. Vorhang? Ja. Kleinen Moment. Also, wir befinden uns hier in das Wohnzimmer von unserer Oma Sophie. Hallo. Sag mal, was soll das denn jetzt? Ja, du hast doch gerade gesagt, Wohnzimmer ist Stichwort. Ja, Herrgott, aber doch jetzt nicht mehr. Mach mal Vorhang da. So. Schön. Also, wir befinden uns hier in das Wohnzimmer von... von unserer Oma Sophie. Dass sich so in den letzten 50 Jahren kein Deut was verändert hat, ne? So, also mit die ganzen alten Interieurs hier, ne? Also, unser Oma, die hat 2 Tischdecken und 2 Serviers. Einmal für alltags und einmal für gut. Ja, hier. Wie man heute sieht, heute für gut.
Denn unser Oma Sophia, also die feiert nämlich heute ihren 90. Geburtstag. Und aus dem Anlass hat sie so vier ihrer allerbesten Freunde eingeladen. Ja, hier, ne? Für, um mit die zu feiern, ne? Ja, nur leider gibt es da so ein kleines, ach Gott, nee, was sag ich, ne? So ein klitzekleines Problem. Ja, die vier sind alle unterm Torf. Aber weil die das nicht können, da lässt sie die vier jedes Jahr durch Jakob vertreten. Der Jakob, der ist so seit den 70er Jahren, ist der Fahrer bei Essen auf Rädern. Und, ja. Ja, ist klar. Ja, und bringt unser Oma jeden Tag lecker Essen. Ja, und wie sie gleich sehen werden, auch nicht mehr der Allerjüngste, ne? Aber trotzdem ist diese Geburtstagsprozedur, ne, ist die alten Jahre immer gut gegangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tischfolge. Hier vorne sitzt Obersteiger Klimaschewski. Ja, von unser Fritz. Daneben Karl-Heinz Schwertfeger, ehemaliger Tambourmajor aus unser Trommel- und Pfeifenchor. Ihm gegenüber Küster Behrend von der Maria-Hilf-Kirche. Manno! Ja, also, und daneben, da sitzt Hans-Werner Höttges, Gründungsvorsitzender aus unser Taubenverein, direkt um Ecke in die Siedlung. Ja, überzeugter Junggeselle soll heißen, dass der olle Höttges so ab und an mal so ein bisschen rumschäkern tut. Ne? Ja, ja, hier, der ist so ein richtigen Schlickefinger, ist der. Ja, ja, ja. Brigitte? Ja, bitte? Ja, was ist denn jetzt mit dem Rauhardackel? So, geht es jetzt los, ja? Ist der raue Dackel da? Was? Brigitte? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei Dinner for One. Also. Oh, guck mal, bitte. Nee, du, was freue ich mich. Als wenn ich es geahnt hätte. Jakob! Jakob! Du,
Guten Abend, Oma Sophie, guten Abend. Guten Abend, Jakob. Sie sehen wieder aus wie das blühende Leben heute Abend, Oma Sophie. Was zu sagen? Tatsächlich fühle ich mich heute auch schon um einiges besser, ne? Das ist doch klasse, Oma Sophie, das ist doch klasse. Ich muss schon sagen, das haben sie wieder alles picobello hergerichtet. Nee. Das freut mich, Oma Sophie, das freut mich. Sind sie denn schon alle da? Aber selbstverständlich. Alle sind sie zu ihrem Jubelfest erschienen. Ja, und alle 5 Plätze sind ordentlich gedeckt? Gedeckt, wie es üblich ist bei uns in der Siedlung, Oma Sophie. Obersteiger Klimaschewski? Jo. Obersteiger Klimaschewski sitzt dieses Jahr hier, Oma Sophie. Gut, gut. Tambo-Major Schwertfeger? Tambo-Major Schwertfeger sitzt hier, Oma Sophie. Ja. Küster Behrendt? Küster Behrendt habe ich für Sie dieses Jahr hier hingesetzt, Oma Sophie. Und mein allerliebsten Freund, Herr Hans-Werner Höttges. Hans-Werner Höttges zu Ihrer Rechten, Oma Sophie. Genau, wie Sie es wünschen. Vielen Dank. Ja, dann könnten Sie ja jetzt die Suppe bringen. Die Suppe, aber sicher. Alle warten Sie auf Sie. Ach, wie wär mit einem Hauch von Graupensuppe? Oh, oh, Graupensuppe mache ich ja besonders gerne. Wer wüsste das besser als ich, Oma Sophie? Suppe. Ja. Wissen Sie was? Ich glaube, wir nehmen uns mal ein Kirschwässerchen zu dazwischen. Kirschwässerchen zur Graupensuppe, warum nicht? Ach, nur mal so ganz nebenbei. Das gleiche Spielchen wie letztes Jahr. Das gleiche Spielchen wie jedes Jahr, Jakob. Hm? Das gleiche Spielchen wie jedes Jahr. Na dann. Ich glaube nicht, ich glaube gerade nicht, also. Das Kirschwässerchen. Ist das denn auch ein gutes Kirschwässerchen? Hm? Aber sicher, ein sehr gutes Kirschwässerchen. Habe ich heute Morgen erst von Aldi geholt. Oh, gut, gut, ja gut, ja, ja gut. Nee, du Vatalas. Obersteiger Klimaschewski. Glück auf, Oma Sophie. Tambo-Major, muss ich jetzt dieses Jahr auch wieder machen? Ja, Köpfchen. Auch wie Sie das sagen, ja, Köpfchen. Na dann, hau weg. Au!
schönes neues Jahr, Fräulein Sophie. Mein lieben Freund Hans Werner. Nun ja, da sitzen wir mal wieder alle so schön in eine Runde beisammen. Prost, meine Liebe. Prost. Ja, da könnten Sie gar jetzt ein bisschen Fisch bringen. Fisch, aber sicher. War die Suppe lecker? Oh, wie selbstgemacht, ne? Schön. Der Brathering. Oh. Oh, ja. Und den Wannerflächenbrand zum Brathering. Wannerflächenbrand zum Brathering. Und das gleiche Spielchen wie letztes Jahr? Das gleiche Spielchen wie jedes Jahr, Jakob. Das gleiche Spielchen wie jedes Jahr. Nee, glaub's also nicht. Wannerflächenbrand. Ja, ja. Ist schon gut. Obersteiger-Klimaschewski. Glück auf, Sophie, mein Täubchen. Tambo-Major-Schwertfeger. Muss es sein? Bitte, Jakob. Bitte, Jakob. Na dann. Au! Behrend. Gesegnetes neues Jahr, Fräulein Sophie, mein! Mein! Und mein lieber Hans Werner. Sie sehen sowas von jung aus. Sowas von jung. Sogar noch was jünger als wie früher schon. Ganz schön. Karnickel. Der Brathering. Selbst gemacht. Ja, ja, ja. Oh, das ist jetzt aber mal ein schönes Tier, nicht? Aber so was von ein schönes Karnickel. Ich glaube, das war ein Preisrammler. Ich glaube, zum Karnickel, da nehmen wir uns jetzt mal ein Asti. Und der gleiche Spielchen wie letztes Jahr? Spiegel wie jedes Jahr doch, Jakob. Der gleiche Spiegel wie jedes Jahr. Nee, du. Nee, ich sag schon nichts mehr. Asti Fantasti. Ja, ja.
geht doch, na. Hier. Sophie, du Racker! Tambourmajor, Schwertfeger? Nee, ne? Bitte, bitte! Bitte! Hau weg! Gesegnetes neues Jahr, Fräulein! Oma? Und mein lieber Hans! Sie ist eine töfte kleine Frau. Eine töfte kleine Frau. Die töfteste kleine Frau, die je Schalker Luft geatmet hat. Geatmet hat. Hiermit erkläre ich die heutige Sitzung für eröffnet. Prost. Und jetzt was Süßes. Was Süßes? Ja, so ein Dessert. Warum nicht? Pudding? Schokoladenpudding. Likör ganz passend? Nee, ne? Eierlikör zum Schokoladenpudding. Warum nicht? Und der gleiche Spiegel wie letztes Jahr? Das gleiche Spiegel wie jedes Jahr, Jakob. Der gleiche Spiegel wie jedes Jahr. Na dann mal los. Also jetzt leck mich an die Füße! Da mach ich nicht mehr mit! Ich steig aus! Ich mach mich doch hier nicht zum Volldeppen! Brigitte! 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 Jetzt dachte ich für einen Moment, der Dackel spricht. Da, jetzt pass auf. Obersteiger Klimaszewski? Nichts ist so schön wie... Scheißegal. Prost! Tambourmajor Schwertfeger! Hau weg, die Scheiße! Küster Behrendt! Nee, was tut mir das leid, Oma Sophie? Oh. Das tut mir so was von leid! Oh. Ehrlich! Und
Töle bringe ich um. Das war doch jetzt mal eine schöne Feier, sag selbst. Und zwar so was von eine schöne Feier. Und vor allen Dingen so bekömmlich. Und jetzt ist Zeit für ihr Bett. Sie gehen ins Bett, Oma Sophie? Ja. Schön. Wie ich schon sagte, jetzt ist Zeit. Ja, ja. Jakob! Nur mal für, um so zu fragen. Das gleiche Spielchen wie letztes Jahr? Das gleiche Spielchen wie jedes Jahr, Jakob! Na dann werde ich mal wieder alles geben.